Wir haben bisher chemische Gleichgewichte diskutiert. Im Gleichgewicht haben Ausgangsstoffe und Endprodukte gleiches chemisches Potential und damit konnten wir die Gleichgewichtskonstante ermitteln. Dieselben mathematischen Mittel können wir auch anwenden, um damit physikalische Gleichgewichte zu berechnen, zum Beispiel Phasengleichgewichte. Gleichgewichte zwischen Flüssigkeit und Gas oder zwischen Feststoff und Flüssigkeit. Wir beschreiben das Gleichgewicht zunächst in der gleichen Form, wie wir es für chemische Gleichgewichte gewohnt sind. Die Komponente I, zum Beispiel Wasser, in der Phase Alpha wechselt in die Phase Beta bzw. umgekehrt. I ist die sogenannte Übergangskomponente. Wie für jedes Gleichgewicht gilt auch hier die thermodynamische Bedingung. Die Komponente muss sich in beiden Zuständen gleich wohlfühlen. Das chemische Potential der Übergangskomponente I muss in der Phase Alpha genauso groß sein wie in der Phase Beta. So entsteht zum Beispiel der Dampfdruck von Wasser. Wasser verdunstet so lange von Flüssigkeit in die Gasphase, bis sich die Wassermoleküle in beiden Phasen gleich wohlfühlen, bis sich das gleiche chemische Potential einstellt. Wir können das Gleichgewicht auch kinetisch betrachten, das heißt ausgehend von den Prozessgeschwindigkeiten. Dann formulieren wir die Situation folgendermaßen: Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn die Geschwindigkeit der Hinreaktion genauso groß ist wie die Geschwindigkeit der Rückreaktion. Wir nennen das ein dynamisches Gleichgewicht, wenn die Verdunstungsrate, grün gezeichnet, genauso groß ist wie die Kondensationsrate, blau gezeichnet, ist das Gleichgewicht erreicht. Wir starten unsere Diskussion mit Phasengleichgewichten von reinen Stoffen. Das PVT-Diagramm eines Einkomponentensystems dient uns ein weiteres Mal als roter Faden. Wir erkennen hier drei Zwei-Phasengebiete, entsprechend drei Phasengleichgewichten. Das Gleichgewicht gasförmig flüssig, blau gekennzeichnet, begrenzt durch die Tripellinie und den kritischen Punkt. Das Gleichgewicht fest flüssig, gelb gekennzeichnet und das Gleichgewicht fest gasförmig grün gekennzeichnet. Im PT-Diagramm verkürzen sich diese zwei Phasenzonen zu Linien. Hier sehen Sie das PT-Diagramm von Kohlendioxid. Sie erkennen die Dampfdruckkurve, blau gekennzeichnet, die Schmelzdruckkurve, gelb gezeichnet und die Sublimationsdruckkurve, grün gezeichnet. Alle drei Linien treffen sich im Tripelpunkt und das Ende der Dampfdruckkurve markiert der kritische Punkt. Wir fassen zusammen. Genau wie für chemische Gleichgewichte gelten auch für physikalische Gleichgewichte folgende Kriterien. Kinetisch gesehen müssen die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion gleich groß sein. Thermodynamisch gesehen müssen die chemischen Potenziale von Reaktanten und Produkten gleich groß sein. In jedem Fall gilt das Massenwirkungsgesetz. Konzentration der Produkte durch Konzentration der Reaktanten ist im Gleichgewicht konstant. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.